jetzt hier da weiterzumachen ist jetzt schwierig, aber wir haben ein schönes Projekt, von dem wir erzählen können. Dietrich kommt. Dietrich, ihr habt vor einiger Zeit, er erzählt es gleich selber. Vor einiger Zeit habt ihr aus den Mahnwachen heraus eigentlich das versucht, was wir hier schon die ganze Zeit propagieren, erzählen und das einfach mal in die Praxis umzusetzen. Dietrich, bitte. Danke. Danke auch erstmal für die Einladung, hierher zu kommen und euch ein bisschen erzählen zu können, was in Zeit so passiert. Wir haben vor einiger Zeit in Zeit die Freistadt Zeit gegründet und da gibt es mehrere Initiativen. Eine davon ist die Zeltstadt. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass wir in einem kleineren Dorf, unmittelbar an der Stadt, an einem See gelegen, ein Aktivistencamp aufbauen und da stets und ständig die Türen offen haben und die Menschen aus der Umgebung und auch aus der weiten Ferne einfach einladen, um daran teilzuhaben. Wir haben erkannt, dass ich muss ein bisschen anders anfangen. Und zwar nehme ich einfach mal Bezug zu dem, was ich vorhin alles so gehört habe. Damit lässt sich besser einsteigen. Und zwar ging es vorhin darum, dass wir von unseren Politikern dies und jenes fordern. Wir haben in Zeit erkannt, dass etwas zu fordern, das setzt den Fordernden nach unten. Er blickt nach oben und gibt dem anderen die Verantwortung, er möge doch mal bitte tun. Genau das tun wir nicht mehr. Seit dem ersten Tag in Zeit waren wir im Rathaus und haben mit den Leuten dort gesprochen und arbeiten ganz eng mit denen zusammen. Und wenn wir irgendetwas brauchen, irgendetwas benötigen, dann gehen wir dahin und sprechen auf Augenhöhe mit denen. Das hat es uns möglich gemacht, dass wir zum einen überhaupt die Zeltstadt dort aufbauen konnten, wo wir es getan haben. Das hat uns zum zweiten möglich gemacht, dass wir nach 6 Wochen, nachdem wir angefangen haben, den Leuten, die von außerhalb dazukommen, die Möglichkeit geben, in Zeit Wohnungen zum Selbstkostenpreis zu beziehen. Das heißt also, selbst mittellose Menschen haben die Möglichkeit, da hinzukommen und auch mit wirklich ganz wenigen Mitteln dort ihren Alltag zu bestreiten. Das, was Zeit auszeichnet, ist die Gemeinschaft. Wir verstehen uns selbst als Individuen und haben halt erkannt, dass die Ellenbogenmentalität, die uns die letzten Jahrzehnte begleitet hat, dazu führt, dass halt jeder in seinem Kämmerchen sitzt, dafür um sein eigenes Überleben kämpft. Wir stellen uns nicht mehr die Frage, wie komme ich jetzt am besten über die Runden, sondern wie schaffen wir das zusammen am besten? Und es funktioniert super. Selbst Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte, die werden, man geht sich da nicht an die Gurgel. Das ist alles eine Begegnung auf Augenhöhe. Man respektiert die Meinung des anderen und sieht zu, dass man ihm auch möglichst die Freiheit gibt, ohne sich selbst auch einschränken zu müssen. Und bisher läuft das wirklich Bombe. Darüber hinaus ist es so, dass wir uns natürlich auch die Frage stellen, ja, wie können wir das denn anstellen, möglichst autark zu werden? Und zwar auf allen Ebenen. Und ganz grundvoraussetzend ist natürlich die Frage nach den eigenen 4 Wänden. Die habe ich euch jetzt gerade schon in den Ansätzen ein bisschen erklärt. Das nächste ist, wir essen und trinken natürlich gerne. Und um euch kurz ein wenig über die Situation dort vor Ort aufzuklären, so ist es so, dass wir haben dort ein Einzugsgebiet von, sagen wir, 20.000 Leute. Wir haben dort eine Tankstellendichte, die sucht in Deutschland ihresgleichen. Wir haben dort 2x Kaufland, wir haben den Aldi mit der größten Verkaufsfläche in ganz Deutschland. Also es ist echt unklar. Die ganze Bevölkerung ist völlig abhängig vom Großkonzern. Tante-Emma-Läden, Kleinhandel gibt es de facto nicht mehr. Und das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen. Da das halt eine recht ländliche Region ist, gibt es da Obstbäume und Wiesen en masse, die nicht genutzt werden. Das Zeug hängt am Bäumen, fällt runter und verschimmelt. Wir gehen da hin, sammeln das ein und machen da was Gescheites draus.
an dieser Stelle möchte ich euch auch gerne einladen. Und zwar steht da hinten die Eva, die hat einen Bauchladen um. Und da ist erst, genau, Eva hält gerade ihre Hand hoch mit zwei Müsli-Riegeln in der Hand. Werdet ihr denken, ja, Müsli-Riegel kenne ich schon. Nee, kennt ihr eben nicht. Das sind halt keine Müsli-Riegel, wie sie im Supermarkt zu finden sind, sondern sie sind ganz frisch gestern erst produziert worden. Wir haben uns gedacht, wir bringen die mal mit, um die ein bisschen unters Volk zu bringen und unsere Sache ein bisschen zu unterstützen. Gleichermaßen ist es auch so, dass in den Bauchläden, mit denen wir dann nachher noch ein bisschen rumlaufen werden, auch diese Geschichte hier ein wenig refinanzieren wollen. Das heißt, wir machen nachher ein kleines Crowdfunding, wo ihr eurem Gusto entsprechend einen Obolus reinwerft und dann von Aufklebern über Müsli-Riegel bis hin zu Büchern oder DVDs erwerben könnt oder bekommen könnt, was euer Herz begehrt. So. Ja, jetzt noch ein bisschen, möchte ich euch gerne noch ein bisschen zur Zeltstadt erzählen. Also es gibt, wie ich das schon erzählt habe, ist das direkt am See. Wir haben einen kleinen, ja, ich sag mal, privaten Zugang zum See, der jeden Tag immer neu und weiter ausgebaut wird. Also klar, ich komme von da und ich mache Werbung dafür und so weiter und so fort, aber ich sage euch eines, ich habe noch nie so ein paradiesisches Fleckchen erlebt wie das dort. Allein wie die Leute miteinander umgehen, wie die Atmosphäre dort vor Ort ist, ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Und wenn es nur ein Wochenende ist, kommt einfach mal rum, schaut es euch an. Wenn es euch gefällt, wir haben Wohnungen zum Selbstkostenpreis. Ihr müsst quasi de facto so gut wie nichts zahlen, um da überhaupt existieren und leben zu können. Auch was die Nahrungsmittel angeht. Wir arbeiten ganz eng mit den örtlichen Bäckereien zusammen und so weiter und so fort. Die überschütten uns mit Essen. Wir wissen nicht, wohin damit. Auch da versuchen wir das an die Bedürftigen in Zeit zu verteilen. Das, was jetzt übrig bleibt, das ist alles im Aufbau. Das, was wir dringend brauchen, sind A, Leute, die motiviert sind, diese Welt zum Positiven zu verändern. Die Ideen haben, die Vision haben, die Kraft haben und Energie, das auch umzusetzen. Die Lust haben, in Gemeinschaft zu leben, friedlich zu leben, ihren Kindern eine bessere Welt zu hinterlassen, als die, in die wir hineingeboren wurden. So. Und nochmal kurz, um dem Müsli-Riegel ein wenig gerecht zu werden, der Ralf Schulich, den kennt vielleicht auch einige von euch, der ist jetzt schon seit geraumer Zeit mit bei uns und der ist auch maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass wir diese Riegel hier verteilen können. Und für den Fall, dass euch interessiert, was da überhaupt alles drin ist, das erzähle ich dann, wenn ich das Zeugs verteile. Da könnt ihr mich gerne mal fragen und dann kann ich euch die genauen Inhaltsstoffe alle durchgeben. Darüber hinaus ist es so, dass durch die enge Kooperation mit der Stadt haben wir Pachtgärten zur Verfügung gestellt bekommen, kostenfrei, die wir gemeinschaftlich bewirtschaften können. Wir haben in Zeit halt das Problem, dass wir, eine hohe Ausländerfeindlichkeit haben. Wir hatten am Anfang des Jahres einen Brand in einem Flüchtlingsheim in Tröglitz, das ist ein Dorf gleich direkt nebenan. Und da hatten wir dann in Zeit auch eine Kundgebung gemacht und im Zuge dieser Kundgebung habe ich mich halt ziemlich viel mit den Leuten da unterhalten und habe halt schon festgestellt, dass so etwa 50% echt erschüttert waren, was da passiert ist. Und die andere Hälfte, die stand dem gleichgültig gegenüber bis dahin, dass sie das befürwortet haben. Und da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir dem am besten begegnen können. Und ihr werdet lachen. Wir haben ab und an haben wir Besuch von Zeitern, wo von denen ich jetzt persönlich sagen würde, okay, das ist jetzt so der rechte Vorzeigeproll aus Zeitz. Und die kommen dann in die Zeltstadt und werden dort mit Menschen anderer Herkunft konfrontiert. Die sprechen Deutsch, die sind nett, man ist im Dialog und auf einmal sieht man in den Gesichtern, wie das ganze Weltbild, das sie sich die letzten Jahre irgendwie aufgebaut haben, arg ins Wanken kommt. Und das ist die Begegnung, die es echt wert ist, gemacht zu werden. Und dazu lade ich euch ein. Kommt nach Zeitz, schaut euch das an. Wenn ihr keinen Bock mehr habt auf Großstadt, kommt nach Zeitz. Wenn ihr Bock habt, gemütlich am See zu liegen, kommt nach Zeitz. Ich könnte das jetzt die nächste halbe Stunde weiter so machen, aber ich denke, das Wesentliche habe ich euch schon erzählt. Ich danke euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich danke auch dem Malte und der Berliner Orga, dass ihr das alles so zuckersüß hier hingestellt habt. Vielen Dank, dass ihr alle da seid.
wünschen wir uns noch einen schönen Tag und bis gleich. Danke dir, Dietrich. Also, was ich gerade gesehen habe, haben wir 706 Zuhörer im Livestream. 706, das ist schon mal nicht schlecht, ey.